Na gut, dann probieren wir das mal aus. Ob das wehtut? Ah, wir haben keine Mana. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Trinken wir mal einen Trank und probieren das gleiche nochmal. Wow. Das ist irgendwie bedrohlich jetzt alles. Gut, schnell hier durch. Und dann... Oh, umso bedrohlicher, wenn da überall riesige Echsen sind. Uff, das war eine Erfahrung, die wir nicht unbedingt wiederholen müssen. So, schnell die Winde aufmachen, damit wir abhauen können. Wir wollen unser Schwert in die Hand nehmen. Und gucken wir mal, ob es diesmal wieder so gut läuft mit den ganzen Snappern hier. Ah, kommt her. Ruhig erstmal nur zwei von euch. Oder drei? Ah, drei ist okay. Ja, wir sollten uns nicht so weit nach vorne locken lassen. Noch 4, 3, 2, 1, das war ein sehr guter Treffer. Und der letzte. Schön, 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 schön. Ja, solange hier nur diese Echsen sind, ist das alles gut. Gibt uns jede Menge Erfahrung im Kampf. Vielleicht finden wir noch irgendwas Wertvolles hier und eventuell einen weiteren Hinweis auf dieses Bücherrätsel, das wir da haben. So, wo ist unser Fleisch? Da ist unser Fleisch. Ist hier nicht mehr allzu viel von übrig, ne? Dafür, dass das 40 oder 50 Haxen waren, als wir losgegangen sind vom alten Lager. Hm. Da vorne scheint was Wichtiges zu sein. Da sind zwei Statuen vor so einem Torbogen. Geht das ein kleiner Turm? Da geht es über so eine Plattform nach oben. Schauen wir erstmal in den Turm. Der scheint alleine da zu stehen. Wir sollen uns hier jetzt einen Überblick verschaffen. Aber ob damit jetzt gemeint ist, ob wir da raufklettern sollen und durch den Überblick von dem Turm diese Festung hier sehen, oder ob wir hier irgendwo raufklettern müssen, ist alles ziemlich vage. So, da war schon mal nichts. Da ist auch noch eine Höhle. Na gut, gehen wir erstmal in die Höhle rein. In der letzten Höhle haben wir ja recht viele praktische Sachen gefunden. Vielleicht setze ich das hier fort. So, 4 Stück, die können wir auch stürmen. Ja, das überrascht die irgendwie total. Naja, verständlich, es sind irgendwelche Fleischfresser, die sind, oh, die es nicht gewohnt sind, Feinde zu haben. Da wieder so ein Schattenläufer. Die waren ziemlich übel. Wir haben es erst einen davon bekämpft und der hat uns ganz schön runtergeschlagen. Na, wo bist du hin? Da bist du. Bist du alleine? Ja, gut. Dann gehen wir mal rauf da. Also... Entweder war das ein alterskranker Schattenläufer oder unser Schwert ist wesentlich besser als wir dachten. Das lief nämlich wesentlich besser als beim letzten. So, gucken wir mal hier. Oh, jede Menge Bücher. Ein Alchemietisch. Ah, vielleicht finden wir hier noch einen Hinweis. Gucken wir die Truhen durch. Ein Fokusstein. Ah, und keiner hat danach gefragt bisher. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, den zu behalten. Damit können wir bestimmt irgendwas Wichtiges anfangen. Also entweder ihn an einen der Fraktionen weitergeben, also wahrscheinlich den Wassermagiern, oder selber irgendwie an die Magie davon kommen. Sehr, sehr schön. Also es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hier vorbeizugucken.
Allein schon wegen der Erfahrung, wie es ist, so eine Assel zu sein. Aber ja, der Fokusstein ist ein sehr guter Bonus. Die ganzen anderen Sachen, die wir bisher gefunden haben, auch. Und die ganze Kampferfahrung. Könnte gar nicht besser laufen. Das hätten wir vielleicht von vornherein schon machen sollen, bevor wir zu dem Orkfriedhof uns aufbrechen. So, wieder ein Heiltrank in einer Höhle. Okay, wir können jetzt noch da reingehen, aber das sieht mir zu wichtig aus. Oder den Hügel da hochklettern. Na doch, gehen wir erstmal hier rein. Das ist ein wenig leichter zugänglich. Auch wenn die Ork-Statuen ein wenig darauf hindeuten, dass sie auch Orks sein könnten, die irgendwas bewachen. Und Orks sind schon ein ganz anderer Schnack als diese Echsen. Das Ding kennen wir aber doch. In der Nähe von so einem, was auch immer das ist, haben wir den letzten Fokusstein gefunden. Vielleicht waren das die Eckpunkte von der Barriere, also als der Zauber ausgesprochen wurde, um die Barriere zu erstellen. Na gut, aber hier geht's nicht weiter. Also müssen wir jetzt da den Berg hochklettern. Und das wird wahrscheinlich das sein, was in dem Buch erwähnt wird. Weil höher als auf diesem Berg hier werden wir bestimmt nirgendwo kommen. Selbst der Turm im alten Lager ist nicht so hoch. Obwohl, gegenüber vom alten Lager ist auch noch ein recht hoher Hügel. Da könnten wir im Notfall auch mal vorbeischauen. Aber alles Schritt für Schritt. Erstmal gucken wir hier. Na, willst du nicht? Nein, nicht mit dem Schwert. Mit den Händen. So, da hoch und da und da will er nicht. Ah, wird eine ganz schöne Kletterpartie. Und das bei Nacht ist nicht unbedingt die beste Idee. Vor allem, wenn da oben irgendein Biest stehen könnte und uns runterschubsen. Oder anfallen oder was auch immer. Also von hier aus sehen wir auf jeden Fall wieder den Turm, den wir auch von der anderen Seite gesehen haben. Aber sonst ist hier keine wirklich gute Aussicht. Da war das beim Turm schon fast besser, weil man halt über den Walter gucken konnte. Die können wir doch bestimmt umschmeißen, die Säule hier. Oder auch nicht. Die hat da schon einen Knacks. Wir müssten sie eigentlich nur noch so anstupsen. Vielleicht brauchen wir aber auch einen Hammer. Was ist da hinten? Eine Kiste. Ah, der ist schon ein richtiger Köder. Na gut, gehen wir nochmal näher ran. Vielleicht müssen wir im richtigen Winkel darauf hauen. Mit dem Schwert werden wir da eigentlich nicht weit kommen. Nehmen wir lieber den Hammer. Nö, lässt sich davon nicht wirklich beeindrucken. Na gut, also vielleicht im richtigen Winkel. Vielleicht hier von der Seite und dann so umschubsen. Das ist echt Feinarbeit. Nicht in die Richtung eigentlich schubsen. Ah. Na gut, so war das jetzt nicht geplant. Aber wir könnten dann hier drauf Anlauf nehmen und darüber springen. Aber da wir im neuen Lager noch nicht die akrobatischen Tricks gelernt haben, sollten wir das wohl lieber lassen. Na gut, dann wären wir mit der Burg hier soweit auch fertig. Aber es ist fraglich, ob das wirklich die Kiste war mit dem Buch drin, das wir auch wirklich brauchen. Aber das werden wir wohl erst herausfinden, wenn wir Akrobatik gelernt haben. Wirks nicht darunter, darunter. Weil eigentlich sprach das Buch ja von einem hohen Punkt. Oder dem höchsten Punkt hier in der Gefängniskolonie.
Und ich glaube nicht, dass diese Ruine hier der höchste Punkt ist. Sondern da war noch eine andere Burg, die ich ja schon erwähnt hatte. Vor dem alten Lager auf dem Berg. Da könnten wir jetzt auch noch vorbeischauen. So, da waren wir drin. Da haben wir auch schon überall reingeguckt. Na gut. Dann schauen wir doch einfach mal dahin. Dazu müssten wir da lang. Und der Berg. Wo war der? Der war beim Südausgang, wenn wir uns nicht irren. So, ganz vorsichtig hier über den morschen Baum in der Nacht. Also, das wäre kein schönes Ende. Von einem Berg stolpernd, von einem Baum stolpernd den Berg hinunter. Nee, nicht der Berg. Oder? Oh, da ist schon mal ein Lurker, den können wir gleich mitnehmen. Wenn wir hier dann einigermaßen runterkommen, ohne uns den Hals zu brechen. Au, ohne uns den Hals zu brechen. Das war nicht schön. Aber das haben wir davon, wenn wir nachts durch die Gegend streifen. Oh, wo sollten wir unsere Waffe wieder wechseln? Nach einem kleinen Happen. Da hinten sind nochmal Blutfliegen. Oder zumindest eine. Die können wir auch gleich mitnehmen. Und unser Fleisch ist gleich alle. Wer hätte das gedacht? Es ging wirklich ziemlich schnell. Also gut, wir haben den Leuchtturm und die Ruine völlig entleert von Monstern, aber trotzdem. So. Da hinten ist noch ein Lurker. Nein, das ist ein Stein. Ah. Ja, nachts jagen gehen ist wirklich keine gute Idee. Ah, was will man machen? Ja, wir könnten wieder ins alte Lager gehen oder kurz schlafen. Was vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, denn auf den Berg beim Südausgang müssten wir auch raufklettern. Und nachts bergsteigen. Komm schon, gegen den Strom. Also. Nordeingang. Nein, wir nehmen Süd. Ausgang. Und dann haben wir da hier den zerfallenen Turm, wo wir drin schlafen können. Und unsere Lieblingspfanne. Auch wenn wir, glaube ich, gar kein rohes Fleisch mehr haben oder kaum noch. Schauen wir kurz. Eine gebratene Keule und doch, ein paar haben wir. Und jedes bisschen lohnt sich. Oh. Und wenn wir dann gleich hier schlafen, können wir auch nochmal bei Fisk vorbeischauen wegen den Heiltränken. Oder war das Dexter? Dexter hatte, glaube ich, die Heiltränke angeboten. Und das Kraut zum Rauchen und halt anderen Krimskrams. Fisk war ja eher so für die Rüstung und Waffen zuständig. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal das Wichtigste. Pfanne. So. Ein Mitternachtssnack wird gebrutzelt. Ein ganz schön großer Mitternachtssnack. ja. So, und jetzt in den Turm. Der war, ich glaube, wenn man rechts rum kam vom Ausgang. Also, Dollar. Ja, da ist er ja schon. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. So. Ab rein da, auch wenn das Bett krabbelt. Der letzte. Ach ja. So, Fisk, Marktplatz. Marktplatz war links rum, genau. Ah, ich habe schon wieder Fisk gesagt. Ich meine eigentlich Dexter. Haben wir überhaupt genug Sachen zum Tauschen? Denn Erz sollten wir nicht unbedingt benutzen. Wer weiß, ob wir wieder so viel Lass brauchen. uns lieber. So, da ist Fisk. Wo ist Dexter? Dexter ist bei der Morgendusche. Komm, das reicht. Bist sauber genug. Zeig mir deine Ware.
Ich habe hier nur den besten Stoff. Und der beste Stoff ist jede Menge zu rauchen und Heiltränke. Sogar relativ gute Heiltränke, aber schauen wir erstmal, ob wir was zum Verkaufen haben. Wir haben einen leichten Ring der Lebenskraft, den wir in einer Höhle gefunden haben. Den können wir verkaufen. Die Schutzamulett gegen Flammen behalten wir erstmal. Die ganzen Spruchrollen auch. Die Waffen können weg. So, das waren die ganzen Waffen von den Untoten. Lauter Krimskrams. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Tränke er überhaupt. 250 kosten die. 425 hat er noch irgendwas. Nö. Ups. Das. Zeig mir deine Ware. Nochmal das Ganze. Also, wir wollen alle Heiltränke. Und dafür kriegst du ganz viele Ramschwaffen. Ja. Spitzhacke behalten wir. Bogen auch. Das Schwert kann auch weg. Achso, ja, den Ring auch noch. Und haben wir jetzt noch irgendwas an Trophäen? Ja, Flügel. Gut, das passt doch perfekt.